Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Zu einem ganz kurzen Video, weil ich öfters doch jetzt auf die Nebelscheinwerfer angesprochen worden bin. Auch über YouTube, über die Kommentare. Gerade unter dem Video zu diesen Nebelscheinwerfern, das werde ich hier oben mal verlinken. Da müsst ihr auf das i drücken oder guckt unten mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich das Video zu den Nebelscheinwerfern auch nochmal verlinkt, damit jeder weiß, über welche Nebelscheinwerfer wir hier reden. Ja, wir haben jetzt gerade normales Abblendlicht an und die Frage, die sehr häufig jetzt dazu gestellt worden ist, ja, wie bin ich damit zufrieden? Ich bin damit sehr zufrieden. Bis jetzt funktionieren sie noch. Das Anschließen war kinderleicht. Und ja, wie ist die Leuchtkraft? Das war immer so die meistgestellte Frage. Wie hell sind diese Lampen? Sind die so hell wie die Originalen? Und die Frage kann ich eigentlich mit einem glasklaren Ja beantworten. Ja, wie gesagt, also die häufigste Frage, die dazu gestellt worden ist, ist, wie hell sind diese Lampen? Können diese Lampen mit den originalen Lampen von BMW mithalten? Sind sie dunkler? Sind sie gleich hell? Sind sie vielleicht heller? Jetzt ist es leider so, ich habe jetzt keine Vergleichs-GS oder GSA, besser gesagt, mit den originalen Nebelscheinwerfern, Zusatzscheinwerfern, wo man quasi die Fahrzeuge mal nebeneinander stellen könnte und sagen könnte, hier, schaut euch den Lichtkegel an, am besten noch mit einer Drohnenaufnahme von oben. Ja, so professionell wird dieses Video jetzt nicht sein, aber ich kann euch jetzt mal zeigen, es ist noch leicht hell, die Sonne ist gerade untergegangen. Wir haben jetzt 21 Uhr, kurz nach 21 Uhr besser gesagt. Und wir fahren jetzt mal hier durch den etwas abgedunkelten Wald und ich hoffe, euch demonstrieren zu können, was diese Nebelscheinwerfer können. Momentan sind sie aus. Jetzt mache ich sie mal ein. Ja. Also sie sind schon hell. Jetzt mache ich sie mal wieder aus. Jetzt mache ich sie mal wieder an. Also die geben noch mal wirklich eine enorme Leuchtkraft dazu. Ich habe sie jetzt auch nicht so eingestellt, dass sie blenden, sondern wirklich als Nebelscheinwerfer fungieren und sie eigentlich ziemlich nach unten gestellt. Sonst würden sie natürlich noch eine Ecke weiter leuchten, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck von Nebelscheinwerfern. Jetzt machen wir aus, an, aus, an. Ja, ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Ich versuche in der nächsten Zeit nochmal wirklich ein Nachtvideo darüber zu machen und vielleicht treffe ich ja sogar einen von euch, der mir ja quasi seine GS dazustellen kann mit den originalen Nebelscheinwerfern, um einfach mal wirklich einen direkten Vergleich zu haben. Aber ich glaube kaum, dass die originalen da jetzt weitaus schwächer sind, stärker sind. Ja, das ist schon, also ich bin wirklich mehr als zufrieden. Und ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, die haben 50 Euro gekostet. Jetzt können wir mal eben kurz nochmal hier anhalten. Ah ne, hier liegt wahrscheinlich Glas rum. Na ja, komm, dann stellen wir uns hier nochmal hin. So, das ist jetzt hier mit. Das ist ohne. Mit, ohne. Also schon rein. Muss ich einfach mal so sagen. So, wen haben sie denn hier überfallen? Liegt ein Schuh rum. Jetzt nochmal. Das ist schon heftig. So, das ist jetzt normales Abblendlicht. Kurz einen Screenshot von machen. Jetzt einmal mit Nebelscheinwerfer. Das ist natürlich schon, je nachdem,
Die sind schon heftig. Ja. Die blinden schon ganz schön ab, ey. Naja. Ja, wie gesagt, ich werde dazu noch mal etwas besseres Video versuchen zu machen. So, und hier an dem Schalter ist eine kleine rote LED. Da wurde ich auch gefragt, ob die bei mir funktioniert. Nein, bei mir funktioniert diese LED auch nicht. Ich hätte auch erwartet, wenn ich hier den Schalter umlege, dass die LED leicht rot leuchtet. Aber das ist nicht notwendig. Jedenfalls für Nebelscheinwerfer nach vorne hin. Für die Nebelschlussleuchte ist es gesetzlich vorgeschrieben, eine Kontrolllampe im Cockpit zu haben. Bei den Nebelscheinwerfern reicht, dass man die Schalterstellung erkennen kann. Und das kann man natürlich erkennen, weil der Schalter ja am Lenker befestigt ist. Ja, gut, das dazu. Wie gesagt, kurzes 5-Minuten-Video. Ich hoffe, es hat euch etwas weitergebracht. Der erste Eindruck hier bei, ja, Dunkelheit, kann man nicht sagen, aber bei Dämmerung, also ich finde es geil. Also da kommt das Licht von der V-Strom, die ich vorher hatte, die V-Strom 1000 mit den H4 Halogen-Nebelscheinwerfern, kommt natürlich nicht mit. Ganz klar. Das waren welche von Givi, die ich hatte, 130 Euro gekostet. Ja, das sind LED-Scheinwerfer, 50 Euro. Und wie gesagt, die leuchten wunderbar, die Ausleuchtung ist gut und auch gleichmäßig homogen. Gucken, hier ist es doch schön dunkel. Ja, wenn man jetzt hier mal so guckt. Ja. Zack. Jetzt habe ich sie wieder an. Ja, ich weiß nicht, was die Chinesen sich dabei gedacht haben, hier diese rote Lampe einzubauen, die eigentlich bei keinem funktioniert. Ich habe jetzt schon 2-3 Leute gehört, wo es nicht funktioniert. Ich hatte mir auch noch einen Ersatzkabelbaum bestellt. Da funktioniert es auch nicht. Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, bei dem Preis muss man ein paar Abstriche machen. Und ansonsten sind sie qualitativ eigentlich gut verarbeitet. Ich will jetzt nicht sagen sehr gut. Die Lampenhalterungen sind vielleicht noch verbesserungswürdig. Ja. Zack aus, zack an und vor allen Dingen hier an den Seiten kommt noch ein bisschen Ausleuchtung dazu und wie gesagt, das Abblendlicht erscheint jetzt schon leicht gelblich, schwächlich. Ich jetzt mal anmache, zack, dann kommt noch mal quasi das Doppelte oder Dreifache an Leuchtkraft dazu. Das finde ich echt geil. Also ich glaube, heller dürfen sie auch gar nicht sein, sonst gibt es, glaube ich, Theater. Naja, meine Lieben, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Also, wie gesagt, ganz kurzes Video für die Leute, die mich jetzt hier Löcher in den Bauch gefragt haben. Was ist jetzt mit den Nebelscheinwerfern? Bist du zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Funktionieren sie noch? Ja, sie funktionieren noch. Geht deine rote Lampe am Schalter? Nein, sie geht nicht, aber ist auch egal und gesetzlich auch nicht vorgeschrieben. Also lasst euch da nichts erzählen. Viele Leute verwechseln das mit der Nebelschlussleuchte. Da muss man auf jeden Fall eine Kontrolllampe haben. Das ist gesetzlich vorgeschrieben im Cockpit. Hier reicht die Schalterstellung zu erkennen. Und ja, die Ausleuchtung habe ich euch hoffentlich jetzt hier so ein bisschen zeigen können. Zumindest etwas. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Video jetzt hier auch. Habt noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Wie auch immer, bleibt heiter, bleibt gesund und vor allen Dingen oben, meine Lieben. Ne? In diesem Sinne, haut rein. Tschüss.